Ignoriert den Hund im Hintergrund einfach, ich weiß nicht, was er gerade hat. Phoebe, Mami versucht hier zu drehen. Ja, wir haben ein Aufmerksamkeitsproblem. Ihr Lieben, heute soll es auch meinen Lesemonat vom Juni geben und ich muss sagen, ich habe im Juni meinen persönlichen Rekord aufgestellt. Ich habe 13 Bücher gelesen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Es ging irgendwie, trotz Arbeiten und allem, aber irgendwie, es lief einfach gut und ich hoffe, dass dieses Video nicht allzu lang wird, aber ich befürchte es. Ihr kennt mich, ich kann mich einfach nicht kurz fassen. Auf jeden Fall, darum soll es heute gehen in diesem Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Ich zeige euch die Bücher auch wie immer in der Reihenfolge, wie ich sie auch gelesen habe. Ich versuche mich hier kurz zu fassen, wenn ihr nähere Infos zu den Büchern wollt. Ich haue euch oben in die Infokarte nochmal die Links zu den einzelnen Videos, wo ich über die Bücher nochmal genau spreche. Und wie gesagt, ansonsten versuchen wir das Ganze etwas kürzer zu halten. Versuchen. Beginnen wir mal mit dem ersten Buch und zwar wäre das, oh mein Gott, dieser Stapel hier ist so hoch, wäre das Opposition Schattenblitz von Jennifer Armentrout. Das ist der fünfte und letzte Teil der Lux-Reihe und entgegen jeder anderen Meinung mochte ich dieses Buch. Ich kann nichts anderes sagen, außer ich mochte die Charaktere, ich mochte die Handlung, ich mochte das Setting. Ich fand einfach, dass das ein schöner Abschluss für die Reihe war und ich kann da nicht sagen, dass ich finde, dass da ein halber Porno drin stattgefunden hat. Aber Frau Armentrout schreibt halt sehr liebeslastig und ich finde, dessen sollte man sich bewusst sein. Also wer auch ihre anderen Bücher kennt, weiß das eigentlich, dass sie sehr, sehr liebeslastig schreibt. Und ich finde es furchtbar, wenn Leute anfangen, den ersten Teil zu lesen und dann anfangen, über den ersten Teil rumzumeckern und dieses Buch war so schlecht und so scheiße und dann lesen sie den zweiten, dritten, vierten, fünften Teil. Nur um dann auch wieder darüber rumzumeckern, das ergibt für mich nicht wirklich Sinn. Also über solche Leute mag ich mich auch nicht mehr aufregen. Ich mochte das Buch, ich mochte das Ende, ich mochte die Charaktere. Für mich hat hier alles gepasst und ich finde, es ist eine schöne Reihe. Und ich finde die Cover auch immer noch sehr, sehr schön, auch wenn diese Schutzumschläge wirklich sehr, sehr anfällig sind. Also man darf hier keine Fettfinger haben, die sind sofort drauf. So. Ach ja, aber I like it und ich finde, jeder, der Jennifer Armentrout mag, sollte diese Reihe lesen. Punkt. Nach Opposition habe ich dann endlich mal Flirt mit Nerd von Lea Ray Miller gelesen. Dieses Buch ist ja letztes Jahr hier relativ gehypt worden auf YouTube und dann habe ich es mir als Menge-Exemplar mal irgendwo mitgenommen für 3 Euro und dann habe ich es jetzt gelesen. Und was soll ich sagen, es ist so eine süße, nerdige Geschichte. Dieses Buch würde ich so empfehlen, Altersklasse zwischen 12 und 15. Es ist wirklich eine niedliche, kleine Liebesgeschichte und es geht hier um, jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie sie hieß, Maddie, genau. Es geht um Maddie und Maddie ist ein beliebtes Mädchen in dieser Schule und sie hat aber eine geheime Leidenschaft und das sind Comics. Und sie hat halt Angst, sich vor ihren Freunden zu outen und dass die sie dann als Nerd hinstellen und ja, ist was in der Vergangenheit bei ihr passiert, weswegen sie sich das nicht traut zu sagen. Und sie bestellt sich ihre Comics immer übers Internet und an dem Tag, wo der letzte Teil ihres Lieblingscomics erscheint, stellt sie fest, dass dieser nicht wie geplant im Briefkasten gelandet ist. Und so muss sie in den Comicbuchladen gehen und sich dieses Comic dort kaufen. Und dort trifft sie auf Logan und Logan ist bei ihr auf der Schule und er ist der süßeste Nerd, den sie je gesehen hat. Und ja, das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch vom Inhalt her geht. Wie gesagt, ich mochte das wirklich, es war sehr, sehr süß. In diesem Buch geht es halt, wie gesagt, um Comics, um Superhelden. Dann gibt es dort noch so Live-Rollenspiele und ich fand, es war einfach eine sehr, sehr schöne Geschichte. Gerade jetzt für den Sommer würde ich sie jedem mitempfehlen, der gerne sowas liest. Und ich mochte sie wirklich sehr, sehr gern. Ich kann da wirklich nichts anderes sagen, außer I like it und wer Lust auf niedliche, süße, nerdige Liebesgeschichten hat, sollte dieses Buch auf jeden Fall mitlesen. Okay, kommen wir jetzt zu den nächsten zwei Büchern. Ich muss sagen zwei, weil sie zusammengehören und zwar habe ich danach gelesen, endlich, 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 der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt und im Englischen ist es ein Einzelband, in Deutschland ist es auf zwei Bücher aufgeteilt worden und A, finde ich diese Cover immer noch mega genial, ich finde sie einfach nur so wunderschön und sie passen sowas von gut zum Thema in diesem Buch, oh, I like it. Und was soll ich sagen, diese Bücher waren so gut, sie waren so unglaublich gut und Niki, ich danke dir immer noch für diese Leseempfehlung. Diese Bücher waren Hammer. Ich habe, glaube ich, beide Bücher in 2 Tagen oder 2,5 Tagen gelesen gehabt. Also ich war ultra schnell damit durch, weil ich einfach es nicht aus der Hand legen konnte. Ich konnte es einfach nicht weglegen und ich habe nur gedacht, so, ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich muss wissen, wie es weitergeht. Ich muss es wissen, was passiert hier als nächstes. Und als ich das erste Buch fertig hatte, dachte ich mir, na Gott sei Dank hast du den zweiten da. Sonst wäre ich echt am Arsch gewesen, weil ich wollte sowas von dringend wissen, wie es dann weitergeht. Dass ich echt froh war, dass ich gleich beide gekauft habe und mein Gott, es war so gut. Ich lege mal das hier beiseite.
Weil zum zweiten Teil kann ich euch nichts sagen, weil sonst würde ich euch ja den ersten, weil es knüpft ja genau in den ersten. Auf jeden Fall, was ich zu diesem Buch sagen kann, es ist ja eine High-Fantasy-Geschichte und High-Fantasy und ich, wir sind nicht immer Freunde. Weil so Herr der Ringe-mäßig Orks und sowas ist einfach nicht mein Fall, aber da aber hier der Fokus auf der Liebesgeschichte liegt, war es natürlich voll mein Fall. Denn ich bin ein Mädchen und Kind der Liebesgeschichten und mein Hund, was tust du? Wie gesagt, da hier der Fokus auf der Liebesgeschichte liegt, war es voll mein Ding und ich fand es so gut. Es war einfach nur genial. Zum Inhalt kann ich sagen, es geht in diesem Buch um Chamsin. Chamsin ist eine Prinzessin vom Sommergrund und soll auf Geheiß ihres Vaters den Winterkönig, Winter Adrialan, heiraten. Chamsin hat eigentlich natürlich keine Lust drauf, aber ihr Vater stellt ihr die Wahl. Entweder du heiratest ihn oder ich bring dich um. Und da Chamsin doch irgendwie was an ihrem Leben liegt, heiratet sie widerwillig Winter und stellt dann aber ganz schnell fest, dass Winter ganz, ganz anders ist als gedacht und dass er nicht nur der böse, eiskalte Eroberer ist. Und ja, allein die ersten 100 Seiten von diesem Buch haben mich fertig gemacht. Ich habe geweint. Also ich hatte wirklich Pipi in den Augen, weil ich mit Chamsin einfach so mitgelitten habe, weil der Schreibstil ist einfach so unheimlich gut. Man kann sich so gut in die Charaktere hineinversetzen, man fühlt einfach mit den Charakteren. Und wie gesagt, die ersten 100 Seiten und ich hatte Pipi in den Augen. Ich war so fertig mit dem, was Chamsin da passiert ist. Und oh mein Gott, und Winter ist einfach so toll. Und oh mein Gott, es ist so gut. Ich glaube, ich wiederhole mich jetzt tausendmal, weil ich sage, oh mein Gott, es ist so gut. Aber jeder, der gerne Mädchen High Fantasy liest, darf der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, nicht verpassen und sollte sich dieses Buch nicht entgehen lassen. Es ist so genial. Eigentlich hätte ich gerade voll Bock, es nochmal zu lesen. Vielleicht mache ich das nächsten Monat oder so. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich mochte es total gern und ich kann euch das, wie gesagt, wirklich nur ans Herz legen. Tolle Charaktere, mit denen man mitfühlt. Ein Setting, was unheimlich genial ist, weil es wird auch alles sehr, sehr gut beschrieben. Man kann sich diese ganze Welt wirklich super gut vorstellen. Und die Handlung ist einfach so gut und so unerwartet. Und da passieren Sachen, die man nicht erwartet. Und oh, es ist einfach so toll. So toll, so toll, so toll. Lest dieses Buch, es ist so gut. Nach der Winter erwacht, wenn der Sommer stirbt, habe ich dann ein E-Book gelesen. Und zwar dieses hier, Fuchsrot von Amber Auburn. Ich habe dieses Buch von der lieben Niki geschenkt bekommen. Danke nochmal an dieser Stelle. Und habe es gelesen und habe es auch in einem Rutsch gelesen, weil dieses Buch hat kurze 80 Seiten. Und was soll ich sagen? Es war eine so gute, coole, niedliche Geschichte. In Fuchsrot geht es um die 16-jährige Lena, die an ihrem Geburtstag feststellt, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt und alles anders ist, als sie bisher immer dachte. Lena kommt dann daraufhin in ein besonderes Camp, und zwar in die Academy of Shapeshifters. Dort stellt sie sehr, sehr fest, dass es noch einige andere Jugendliche gibt, die genauso sind wie sie, also wo auch alles anders ist als gedacht. Denn Lena und die anderen sind Gestaltenwandler, so viel kann ich an dieser Stelle schon sagen. Und ja, ich mochte den ersten Teil total gern. Wie gesagt, man lernt Lena kennen, man fühlt auch mit ihr, weil sie von heute auf morgen aus ihrem Leben gerissen wird. Und dann gucken muss, wie sie zurechtkommt. Und sie sagt, dieses Buch hat kurze 80 Seiten und ich finde, es ist ideal für zwischendurch zum Lesen. Und es ist ein toller erster Teil für eine Jugendbuchreihe. Ich habe inzwischen auch den zweiten Teil gelesen und den fand ich sogar noch ein bisschen besser als den ersten, weil dort einfach die Spannung noch ein bisschen mehr war, meiner Meinung nach. Und ja, ich kann euch aber Fuchsrot und auch Wolfspack, was der zweite Teil ist, definitiv nur empfehlen, wenn ihr gerne so Fantasy-Jugendbücher lest und es geht, wie gesagt, um Gestaltenwandler und es ist ganz, ganz toll. Und es ist ganz, ganz süß und es ist ganz, ganz schön geschrieben vor allen Dingen. Und ich mag den Schreibstil von Amber Auburn wirklich total gern. Ich kann euch, wie gesagt, diese Bücher wirklich nur empfehlen, wenn ihr Bock auf so eine Geschichte habt, wo halt auch Bücher nicht immer 600 Seiten lang sind, weil einfach hat man da manchmal auch keinen Bock drauf. Da kann man hier sich hinsetzen, liest die 80 Seiten, wenn man Lust hat. Und das, wie gesagt, kann man auch an einem Rutsch lesen. Es ist definitiv nicht viel und ideal für zwischendurch. Nach Fuchsrot habe ich dann dieses Buch hier gelesen, 1000 Nächte aus Sand und Feuer. Und was habe ich mich auf dieses Buch gefreut. Und es hat sich einfach so gut angehört und dann habe ich es gelesen und festgestellt, dass es leider nicht mein Fall war. In diesem Buch geht es um unsere Protagonistin X. Sie bekommt leider während der ganzen Geschichte keinen Namen, deswegen weiß ich nicht, wie sie heißt. Und sie lebt in einem kleinen Beduinendorf und in ihrer Welt gibt es einen Herrscher, Lo Melkin. Er ist einer von drei Menschen, die in diesem Buch einen Namen haben. Auf jeden Fall ist Lo Melkin ein böser Herrscher und geht jede Nacht in ein anderes Dorf und nimmt sich dort das schönste Mädchen. Dann geht er mit ihr nach Hause, heiratet sie und bringt sie um. So, und dann geht er ins nächste Dorf, nimmt sich das nächste Mädchen. Und da die Schwester von unserer Protagonistin X das schönste Mädchen im ganzen Dorf ist, möchte unsere Protagonistin nicht, dass sie geopfert wird, weil sie einfach sich für ihre Schwester ein anderes Leben wünscht. Und so macht unsere Protagonistin sich hübsch und schön und toll und putzt sich besonders heraus, sodass Lo Melkin auf sie aufmerksam wird und sie dann zu ihrer Braut erwählt.
Und unsere Protagonistin, nicht unsere Protagonistin wäre, wenn an ihr nicht etwas Besonderes wäre, stirbt sie natürlich nicht in der ersten Nacht, sondern sie unterhält sich mit Lo Mei Kien und er möchte mehr über sie und ihre Familie erfahren. Unsere Protagonistin erzählt ihm dann widerspenstig Nacht für Nacht Geschichten aus ihrem Dorf und aus ihrem Leben und merkt, dass in ihr sich etwas entwickelt, was da vorher nicht gewesen ist, und zwar ein magischer Funken. Mehr möchte ich zum Inhalt nicht sagen. Wie gesagt, ich fand, dieses Buch war mehr ein Märchen als ein Roman. Und ich finde, man sollte auch mit dieser Einstellung an dieses Buch gehen. Ich finde auch, dass die Handlung hier nicht sehr speziell ist, aber was ganz Eigenes ist, weil, wie gesagt, dadurch, dass die Charaktere so ziemlich alle keinen Namen haben, hatte ich, wie gesagt, persönlich Probleme, mich in die hineinzuversetzen. Also ich konnte mit den Protagonisten, ich konnte mit den Charakteren nicht mitfühlen. Sagen wir es so, es war mir egal, was mit denen passiert. Wenn die alle gestorben wären, wäre es halt auch so gewesen. Dann hätte ich das so hingenommen, das wäre jetzt aber für mich nicht tragisch gewesen. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe absolut null Empathie für die Charaktere entwickelt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr doof, weil ich ein Mensch bin. Ich muss mit Charakteren mitfühlen. Ich muss mit denen leiden, ich muss mit denen lachen, ich muss mit denen ein Abenteuer bestehen. Und das war für mich in diesem Fall leider nicht gegeben. Obwohl ich mich so sehr auf diesen Buch gefreut habe. Aber wie gesagt, wer gerne Märchen liest, sollte sich diese Geschichte auf jeden Fall anschauen. Denn sie ist sehr ruhig erzählt und durch den Schreibstil von der Autorin von Emily K. Johnston ist es wirklich was ganz, ganz Eigenes und was ganz Besonderes. Danach wurde es mal wieder Zeit für ein Gestaltenwandlerbuch, und zwar Teil 12 der Gestaltenwandlerreihe Geheimnisvolle Berührung. Auf dieses Buch habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut, denn in diesem Buch geht es um Caleb Krychek. Und Krychek ist einfach mal, er ist halt Krychek. Was will man dazu sagen? Er ist toll, er ist eine coole Sau und er hat ein wirklich großes Herz für seine Sahara. In diesem Buch, wie gesagt, geht es um Krychek und Sahara und die Beziehung zu den beiden. Und man merkt sehr schnell, dass die beiden eine ganz besondere Beziehung zueinander haben und schon immer hatten. Und Krychek ist ja eher dieser nach außen hin ein machthungriger, eiskalter Geschäftsmann, der auch nicht davor zurückschreckt, einfach mal ein paar Leute abzumurksen. Und man merkt halt, wie er mit Sahara ist und dass er eigentlich doch gar nicht so ist, wie es den Anschein hat. Dann geht es hier natürlich noch darum, dass die Welt der Medialen sich weiterentwickelt und man kann schon sagen, dass dieses Ganze, worauf das hinausgelaufen ist in den ganzen vorherigen Bänden, gipfelt hier so zu seinem Höhepunkt und es kommt das große Kaboom und danach müssen wir mal gucken, wie es weitergeht. Ich mochte diesen Teil unheimlich gern, er war wirklich sehr, sehr gut. Ich mochte Krychek, ich mochte Sahara, ich mochte dieses ganze Drum und Dran, wie gesagt, wie das mit der Welt der Medialen dann jetzt weitergegangen ist und dieses große Kaboom. Es war einfach nur krass. Es war einfach nur krass und was auch jetzt im 13. Band dann passiert ist, den habe ich heute beendet, den habe ich auch schon gelesen. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn, was Nalini Singh sich da wieder für eine Welt ausgedacht hat. Ich kann auch hier wieder nur sagen, ein toller Teil dieser Reihe. Ich kann wirklich nicht mehr sagen, ich schwärme jeden Monat von diesen Büchern. Toller Schreibstil, tolle Charaktere, tolles Setting. Einfach alles genial und ich liebe diese Reihe immer noch und wer angefangen hat, diese Reihe zu lesen, es gibt auch mal ein, zwei schwächere Bände da dazwischen, aber bleibt da auf jeden Fall am Ball, denn es lohnt sich. Und I love it! Als nächstes habe ich dann gelesen Harry Potter und der Stein der Weisen, der erste Teil von der Harry Potter Reihe. Ich habe ja diese Bildungslücke immer noch. Ich kenne zwar die Filme, aber nicht die Bücher und jeder sagt immer, du musst die Bücher lesen, sie sind so viel besser und ja. Also mir ist auch bewusst, dass ich zu diesen Büchern nie so eine Bindung aufbauen werde wie die meisten Booktuber, weil die einfach mit den Büchern aufgewachsen sind und weil die einfach die Bücher gelesen haben, wo sie noch kleiner waren und man verknüpft das ja dann, dieses Positive, mit einer positiven Kindheitserinnerung. Das ist bei mir natürlich nicht der Fall, aber ich muss sagen, dafür, dass es ein Kinder- und Jugendbuch ist, hat mir der erste Teil wirklich gut gefallen. Ich mochte die Charaktere, ich mochte das Setting, ich finde Hogwarts als Schule und als Setting einfach nur total cool. Ich finde auch, die haben das in den Filmen wirklich richtig gut umgesetzt. Und ja, worum es in Harry Potter geht, brauche ich, glaube ich, nicht nochmal sagen. Ich glaube, das weiß jedes Kind. Also von daher kann ich ja sagen, ich mochte den ersten Teil und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Den zweiten werde ich jetzt diesen Monat auf jeden Fall mitlesen. Dann habe ich mir gedacht, du musst endlich mal diese Reihe weiterlesen, denn ich hatte hier noch den vierten Teil der Elemental Assassin-Reihe rumliegen, Spinnenfieber von Jennifer Istep. Der lag jetzt hier auch schon ewig und drei Tage rum und ich musste jetzt endlich mal weiterlesen, weil der fünfte, der ist schon draußen, der sechste kommt demnächst raus, also da muss ich auch echt mal weitermachen, diese Reihe zu vervollständigen. Was ich blöd finde, die kriegen neue Cover. Ich weiß nicht, warum der Verlag das schon wieder macht. Auf jeden Fall wechseln die mal wieder die Cover von schwarz auf weiß. Nett. So ist das halt. Naja, egal. Ist es halt so. Kann ich nicht jetzt ändern mehr. Auf jeden Fall mochte ich den vierten Teil auch wieder total gern.
In der Elemental Assassin-Reihe geht es ja um Jin und Jin ist ja eine Auftragsmörderin. Und dann entwickelt sich ja die Geschichte immer weiter und am Ende geht es darum, dass Jin Rache nehmen möchte an den Mörder ihrer Familie. Und so ist es natürlich auch im vierten Teil. Im vierten Teil ist es so, dass der Mörder von Jins Familie ihr eine Auftragskillerin auf den Hals hetzt, die sie umbringen soll. Und das ist alles gar nicht so einfach für Jin und wie gesagt, sie muss Arbeiter forschen bezüglich ihrer Rache, dann hat sie die Auftragskillerin auf dem Hals und dann ist noch eine Sache, was ihre Familie betrifft, das möchte ich aber nicht weiter erörtern, noch mit hier ins Spiel geraten und das ist alles ziemlich viel für unsere Protagonistin und sie muss sich damit ziemlich vielen Sachen auseinandersetzen und ich mochte dieses Buch so gern. Ich mochte ja den dritten Teil schon unheimlich und der vierte war auch wieder richtig gut. Das Einzige, was mich hier auch wieder gestört hat, waren diese immer wiederwährenden Wiederholungen. Ich weiß nicht, Jennifer Istvud macht das irgendwie in jedem Buch. Es war bei der Mythos-Reihe so und es ist jetzt auch bei der Reihe so. Also es ist jetzt hier nicht so, dass man am Anfang wirklich noch 150 Seiten so erfährt, was bisher geschah. So ist es nicht. Also die Geschichte geht schon gleich weiter, aber es sind halt immer wieder so kurze Rückblenden, wo einige Sachen nochmal erklärt werden. Und es ist aber immer wieder und immer wieder und immer wieder und immer wieder das Gleiche. Also immer wieder, ja, ich bin eine Auftragskillerin und ja, ich habe Leute umgebracht und ja, bla bla bla. Und man weiß das alles und denkt sich so, ich habe doch die vorherigen Bücher gelesen. Ich weiß, wer du bist, ich weiß, was du getan hast. Also warum erklärst du mir das jetzt hier noch 100 Mal? Ja, das war das Einzige, was mich in diesem Buch wirklich gestört hat. Wie gesagt, ansonsten mochte ich es total gern. Ich mag die Charaktere, ich mag das Setting, ich mag die Handlung. Ich kann hier nicht wirklich viel zu diesem Buch sagen, weil es der vierte Teil dieser Reihe ist, aber ich liebe diese Reihe immer noch und ich werde sie definitiv weiterlesen. Das Buch, was ich dann danach gelesen habe, sieht sehr, sehr unschuldig aus, ist es aber nicht. Und zwar rede ich hier von Dare to Love. 2 ist das, einmal berührt ist fast gar nicht verführt. Dieses Buch hat wirklich einen Anschein, finde ich, nach einer niedlichen Edit-Geschichte. Aber nein, es ist ein wirklich richtig kompletter erotischer Roman, also mit mehr Sex als bei diesen Adult-Geschichten und der Sex steht hier auch relativ im Vordergrund. Aber dieses Buch hat Gott sei Dank immer noch eine Handlung. In diesem Buch geht es um Madison und Madison hatte eine Affäre mit dem Footballspieler Alex Dare. Diese Affäre fand dann aber ein jähes Ende, als Alex seine Footballkarriere ein jähes Ende fand. Er hatte Kontakt zu ihr abgebrochen und zu jedem anderen auch und hat sich sehr in sich zurückgezogen und wollte niemanden mehr sehen. Und jetzt beginnt unsere Geschichte quasi genau 6 Monate später und die beiden treffen wieder aufeinander. Als der Halbbruder von Alex ihm einen Job anbietet, in dem er mit Madison zusammenarbeiten muss. Und natürlich werden hier alte Gefühle wieder entfacht und das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht und ob die beiden dann zueinander finden oder halt auch nicht. Das ist das, was ihr natürlich selber lesen müsst. Ich mochte dieses Buch, auch wenn der erotische Anteil für mich vielleicht schon einen Tacken zu viel war, aber es war noch okay, wie gesagt, die Handlung war noch da. Ich mochte Madison als Protagonistin in diesem Buch sehr, sehr gern und Alex, der ist einfach ein Schnittchen, man kann es nicht anders sagen. Ihn mochte ich auch richtig, richtig gern und ich fand die Story um die beiden drumherum, die sich da noch entwickelt hat, auch wirklich richtig gut. Der Schreibstil von Carly Phillips hat mir auch gut gefallen. Es ist jetzt nicht so ein einfacher Jugendschreibstil, aber er lässt sich leicht lesen. Also es ist jetzt nichts Kompliziertes oder so. Also von daher mag ich ihn auch wirklich sehr, sehr gern. Und vom Setting her befinden wir uns auch hier in Amerika, so Richtung Miami. Was ich auch vom Setting her wirklich cool finde. Ich mag ja allgemein Bücher, die in Amerika spielen. Und ja, von daher, ich mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gern. Und ich kann es euch wirklich empfehlen, wenn ihr mal Bock auf ein erotisches Buch habt, dann lest die Dare to Love-Reihe von Carly Phillips. Okay, damit wären wir jetzt bei dem drittletzten Buch von diesem Monat und das war das Buch, was mich am meisten aufgeregt hat von allen und zwar Stepbrother Dearest von Penelope Ward. Ich hatte es in meiner Rezi dazu gesagt, ich mochte den Schreibstil unheimlich gern. Dieses Buch war wirklich sehr, sehr witzig. Ich habe viel gelacht an diesem Buch, aber mich haben einfach die Charaktere total aufgeregt und mich hat die Handlung total aufgeregt und das hat für mich einfach hinten und vorne teilweise nicht gepasst und dann war da so eine Sache, die nicht aufgeklärt wurde. Dann haben die Charaktere sich im ersten Teil dieses Buches so wie 5 Jahre verhalten und auf der anderen Seite wollten sie wieder die großen Erwachsenen sein und das ging für mich irgendwie alles nicht konform und dann am Ende wurden 60 Seiten vom Anfang einfach nochmal wiederholt, was ich absolut furchtbar fand, wo ich mir denke, ich habe diese 60 Seiten doch erst gelesen. Wieso lese ich das jetzt nochmal? Also es war zwischendrin, 2, 3 Sachen waren natürlich anders, weil man das dann aus seiner Sicht liest, nicht mehr aus ihrer. Also man hat dann schon seine Gedankengänge so mitbekommen, aber das Ganze muss nicht über 60 Seiten gestreckt werden. Ich fand es einfach zu viel. Und dann die Mutter von Greta fand ich auch ganz furchtbar. Die war einfach nicht cool. Das war eine Mutter, also, nee. Also wie gesagt, im Großen und Ganzen war dieses Buch leider mehr Enttäuschung als alles andere. Es war eine Geschichte, die war okay. Aber sie war jetzt halt nichts, wo ich sage, boah, es war so gut und ich verstehe diesen Hype um dieses Buch nicht.
Aber ich möchte euch natürlich nicht vorenthalten, um was es in diesem Buch geht. Es geht hier um die 17-jährige Greta. Und Greta hat einen Stiefbruder und der soll jetzt für ein Jahr zu ihr ziehen. Greta freut sich da schon sehr drauf, denn sie hat sich immer Geschwister gewünscht und stellt dann aber sehr, sehr schnell fest, dass Alec ganz, ganz anders ist als gedacht. Er ist der typische Bad Boy und sehr verschlossen und er will mit ihr nichts zu tun haben. Und sie schafft es dann doch irgendwann zu ihm durchzudringen und dann entwickelt sich zwischen den beiden eine Beziehung, die dann sehr schnell... Also die beiden werden dann sehr schnell wieder getrennt und treffen sich erst 7 Jahre später wieder. Und dann kommen natürlich alte Gefühle wieder hoch und die beiden müssen gucken, wie sie jetzt miteinander klarkommen. Das ist so das Grobe, worum es in diesem Buch geht. Und ich muss sagen, wie gesagt, im ersten Teil mochte ich die Charaktere, die gingen mir da einfach nur auf den Sack. Ich konnte das Verhalten der Charaktere nicht nachvollziehen und ich konnte auch nicht nachvollziehen, warum da so eine lange Spanne zwischen den beiden war, ehe sie sich wiedergesehen haben. Also das hat für mich einfach auch nicht gepasst. Also... fand ich irgendwie auch doof. Also von daher, wie gesagt, das Buch war okay. Es war eine solide Geschichte, aber es war einfach nicht mein Fall. Und ich kann diesen Hype um dieses Buch leider nicht verstehen. So ist das manchmal. Danach habe ich endlich mal den zweiten Teil von Talon gelesen, Drachenherz. Der steht ja hier auch schon seit Januar bei mir rum und wartet drauf, gelesen zu werden. Ich habe immer ein bisschen davor zurückgeschreckt, weil das Buch einfach so dick ist, aber es hat eine relativ große Schrift, von daher ging es dann doch. Und in diesem Teil geht es wieder um Amber und um Garrett und die beiden müssen natürlich mit den Konsequenzen jetzt leben, die am Ende vom ersten Teil passiert sind. Mehr kann ich euch zum Inhalt nicht sagen, sonst spoilere ich euch und das möchte ich nicht. Ich muss sagen, ich mochte die Charaktere in diesem Buch wieder wirklich sehr, sehr gern. Ich mochte Amber und Riley und Garrett und ich fand es auch immer noch sehr, sehr cool, dass man hier aus verschiedenen Sichtweisen liest, weil man so wirklich einen Einblick in die Gefühlswelten aller Charaktere bekommt. Man bekommt auch an verschiedenen Stellen der Geschichte die Handlung mit. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte den zweiten Teil sogar noch ein bisschen mehr als den ersten, weil der hier einfach spannender war und einfach actionreicher und es einfach hier von der Handlung halt wirklich viel, viel mehr passiert ist als im ersten Teil. Und das Ende hatte schon so einen leichten Cliffhanger und ich bin gespannt, wie es im dritten weitergeht. Ich bleibe da auf jeden Fall dran. Der dritte Teil kommt dann im Oktober raus. Und ja, da freue ich mich schon drauf und ich werde ihn auf jeden Fall wieder mitlesen. Damit wären wir dann beim letzten Buch vom Juni und zwar war das Magical von Alex Flynn. Ich hatte Beastly ja von Alex Flynn schon gelesen und diese Bücher gehören quasi zusammen zu einer Reihe. Es sind die Kendra Chronicles, also die Kendra Chroniken. Denn in diesem Buch hier spielt die Hexe Kendra aus Beastly auch wieder eine Rolle mit. Wir erfahren hier so ein bisschen was zur Vorgeschichte von Kendra am Anfang und dann geht es aber in diesem Buch hauptsächlich um die zwei Stiefschwestern Lisette und Anna. Wie man sich anhand des Covers denken kann, geht es hier um die Geschichte von Cinderella im Hintergrund. Und ich mochte dieses Buch wirklich sehr, sehr gern, denn es war Cinderella einfach mal komplett andersrum erzählt und etwas verdreht erzählt. Und das hat mir richtig gut gefallen. Emma ist als Protagonistin wirklich ein sehr, sehr liebenswerter Mensch, aber auch ein sehr naiver Mensch, muss man dazu sagen. Und so stellt sie wirklich erst relativ spät fest, wer Lisette eigentlich ist und was sie mit Emma vorhat. Ich möchte zum Inhalt eigentlich gar nichts weiter sagen, wie gesagt, außer dass es um Lisette und Emma geht und die beiden halt Stiefschwestern sind und Lisette dann Emma versucht, etwas schlechter dastehen zu lassen als sie selbst, denn sie ist das schöne Mädchen, sie ist das Mädchen, das von allen Beachtung kommt und das alle sich als Vorbild nehmen und ja, sie ist auch eifersüchtig auf Emma, denn Emma hatte 10 Jahre lang ihren Vater für sich allein und Lisette hatte gar nichts von ihm und so möchte Lisette natürlich auch einen Keil in die Beziehung zwischen Emma und ihrem Vater treiben. So, mehr erzähle ich jetzt aber wirklich nicht zum Inhalt. Auf jeden Fall spielt dann hier Kendra noch eine Rolle mit und das Ende ist ganz, ganz anders als erwartet. Ich habe wirklich gedacht am Ende so, ja okay, das wird dann so und so ausgehen, aber es ging dann doch ganz, ganz anders aus als gedacht. Und ich fand dieses Buch wirklich richtig gut, mir hat es richtig gut gefallen. Ich möchte auch gern Kist noch lesen. Das ist das dritte Buch, was so diese Reihe noch ist. Das ist dann die Geschichte vom Froschkönig, glaube ich. Das will ich auf jeden Fall auch nochmal mitlesen und da bin ich dann auch schon sehr gespannt drauf. Und ich mochte es und ich kann es euch empfehlen. Also wenn ihr Beastly mochtet, dann lest auf jeden Fall Magical. Das war mein Lesemonat vom Juni. Wie gesagt, bei 13 Büchern habe ich mich jetzt einfach relativ kurz gefasst, weil dieses Video sonst noch viel, viel länger geworden wäre. Habt ihr die Bücher schon gelesen und wenn ja, wie fandet ihr die Bücher? Gibt es Bücher, wo ihr mit mir einer Meinung seid oder gibt es Bücher, wo ihr sagt, ne, das sehe ich ganz anders? Dann schreibt es mir auf jeden Fall unten in die Kommentare, ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss!